Servus und willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Betrugsprojekt DCPTG gehen, das derzeit schätzungsweise in aller Munde ist, gerade auch wegen dem, wie ich finde, sehr guten Video von Torben Platzer. Und ich möchte in diesem Video ein paar Sachen ergänzend hinzufügen, denn gerade was das Thema Telegram angeht, beziehungsweise so Projekte, da kenne ich mich ziemlich gut aus, da ich eben mittlerweile schon mehrere Jahre hauptberuflich auf Telegram unterwegs bin. Fangen wir aber mal vielleicht bei der Seite direkt an. Ich meine, zu dem Projekt, wie das funktionieren soll mit dem angeblichen Arbitrage, sage ich hier nichts, denn da wurde in dem Video alles Wichtige gesagt und das ist auch richtig gut gemacht, wie ich finde, und ziemlich eindrücklich, dass man weiß, hey, hier die Finger weglassen. Viele, gerade Anfänger, würden vielleicht denken, boah, geile Seite, hier professionell traden, was, 2% am Tag, das ist doch in Ordnung. Bei der Bank, da gibt es 2% im Jahr, da kriegt man ja viel mehr. Ich glaube, viele haben einfach dieses mathematische Verständnis gar nicht, wie utopisch sowas ist, so Zahlen auf Dauer zu bekommen und können auch vielleicht gar nicht hinterfragen, was dafür oder woher das Geld möglicherweise kommen kann. Ich selbst muss sagen, wenn ich die Seite sehe, dann merke ich schon zu 100%, dass es höchstwahrscheinlich nach Scam riecht. Also zu 100% kann ich es nicht wissen, aber zu 100% wäre ich skeptisch. Das merkt man eben am einfach zusammengeschusterten Baukasten, an den Bildern, die irgendwo aus Pixabay sind und dann eben immer diese Adresse, wo immer wieder das gleiche Schema ist, dass du hier angeblich eine Geokarte hast von irgendeinem Ort und da wohnt unter Garantie niemand, findest niemand, der mit dem Projekt zu tun hat. Dann natürlich diese, was ich eher schon fast peinlich finde, diese Bewertungen von irgendwelchen Leuten, wo man nicht kennt, wahrscheinlich mit einem AI-generierten Bild, wo du dann hier 5 Sterne kriegst und irgendeine Bewertung. Also meiner Meinung nach ziemlich schlecht gemacht hier, also ziemlich ist wahrscheinlich noch untertrieben, das ist grottenschlecht und hier hast du dann die Adressen. Häufig bei so Seiten sieht man dann eben, dass es Verlinkungen gibt, wie zum Beispiel Facebook, ehemals Twitter, aha, X ist noch gar nicht verändert worden, Instagram und YouTube. Telegram wird oftmals hier nicht benutzt, weil das für viele dann als ein Zeichen gilt, dass es nicht seriös ist. Allerdings ist gerade auf Telegram viel los. Das gucken wir uns gleich mal an. Also ich könnte dir jetzt schon zu einer Sicherheit von 99,9% alleine vom Bild hier sagen, dass das ein sogenanntes Hype ist. Und zwar geht es bei Hypes, also um High Yield Investment Programs. Ja, das ist eben dieses Programm hier. Und dass das jetzt von der BaFin so als schrecklich dargestellt wird, finde ich erstaunlich. Denn von diesen Projekten gibt es tagtäglich tausende neue, die den ganzen Markt bespülen und von dem her finde ich das erstaunlich, dass gerade dieses Projekt heraussticht. Vor allem davon gibt es ja auch einige. Ja, und diese Hype-Projekte sind manchmal oder oft Scams, aber müssen nicht zwangsläufig Scams sein. Also so eine Anschuldigung, dass das hier obligatorisch Ponzi, Schneeballsystem ist, davon würde ich absehen, weil kann man sicherlich bei Krypto, bei Transaktionen nachweisen, ja, aber muss nicht sein. Warum? Ich habe die Erfahrung gemacht von anderen YouTuber zumindest gehört in Videos, dass die berichten, dass es Gruppen gibt, die Geld einsammeln und dann eben traden. Manchmal wird auch gesagt, ja, hier, es geht in Trades von zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, Memecoins. Ja, und dann sitzt da in der Gruppe von Trader, die kassieren die Kohle ein von den Leuten, die einzahlen und dann wird eben schön das Geld breit investiert. Wenn der Bullmarkt kommt, weil die meisten Leute eben auf steigende Kurse setzen, dann gehen so Projekte Wochen, Monate oder Jahre und wenn es eben und das passiert sehr häufig, ich würde sagen, in den allermeisten Fällen ist es dann eben so, dass nach wenigen Wochen Schicht im Schacht ist, weil ich sich verzockt habe und die Kohle ist weg. Ja? Und das Einzige, was natürlich erstunken und erlogen ist, das sind die Daten, sowas wie die Adressen und dass es registriert ist. Und hier unten steht ja auch High Yield, also die hohe Renditen Investmentprogramme, sind nicht registrierte Investmentplattformen, die bei nicht lizenzierten Individuen gemacht werden und oft, aber hier steht oft und nicht immer, Scams sind, ja. Und das ist eben wichtig zu wissen. Und das Einzige, was hier natürlich gemacht wird, hier wird knallhart gelogen, dass es um irgendwelche Bots geht. Und da sage ich auch immer, wenn ich so ein Video mal über so ein Projekt oder so gemacht habe, man muss immer aufpassen,
Was auf den Seiten steht, darf man nie für bare Münze nehmen. Und wenn man in so ein Projekt geht, muss man gedanklich immer darauf gefasst sein, dass man hier alles verlieren kann. Denn je höher die Rendite ist, je verlockender wird es, aber desto gefährlicher wird es auch. Und das ist ganz wichtig. Und in der Regel funktioniert es so, das habe ich bei anderen Plattformen jetzt gehört, wie zum Beispiel bei dem WTC Quantify, wo ich selbst auch ein Video gemacht habe über den Betrug. War das Projekt hier, du siehst auch schon an der Anzahl der Leute, die es geguckt haben, schon 2200 Leute haben sich das angeguckt. Und auch da ist es sehr ähnlich, auch das ist so ein Hype, aber, also Hype, H-Y-I-P, ne, das Hype-Projekt. Und da sind jetzt ganz viele in meiner Gruppe, die berichten aus ihrer Erfahrung und dann erkennt man so einen Trend, dass einzelne Leute irgendwann sich zum Beispiel nicht mehr einloggen können. Das heißt, diese Leute können sich nicht mehr einloggen und die Kohle ist dann futsch, ja? Geht dann eben zurück an die Macher. Und das könnte ein Schneeballsystem sein, aber kann auch dann natürlich sein, okay, die nehmen sich hier und da einfach was zurück, was sie kriegen. Das ist natürlich dann schon ein Betrug, um es dann wieder zu reinvestieren, dass so ein Projekt lang wie möglich funktioniert. Aber wie gesagt, das sind eben nur zwei Schneeflöckchen in einer Scam-Lawine, die es da gibt. Und ein kleiner Tipp, wenn du mal so eine Seite hast und nicht ganz genau weißt, hey, ist das jetzt eigentlich Scam oder nicht, gib einfach mal DCPTG an und dann Hype und dann siehst du schon, ey, guck mal, das wird ja überall gelistet und dann denkst du, hä, Moment mal, aber hier oben steht jetzt, hä, DCPTG.com, ich dachte, das wäre XYZ und jetzt siehst du, dass es sogar von denen noch weitere Seiten gibt, die sich quasi gegenseitig kopieren und nachmachen. Schauen wir uns das mal genauer an. Gehen wir jetzt zum Beispiel mal auf eine, wo ich mir jetzt gerade mal als Beispiel angeguckt habe. Das heißt, das ist quasi wie Trustpilot, aber von Leuten, die auf dieser Plattform sind und die dieses Projekt nutzen. Warum ist das so? Es gibt viele, die gehen rein, die glauben wirklich, die Seiten seien ehrlich. Es gibt aber auch andere und die meisten, die wissen, hey, Moment mal, das ist eine Seite, da kann man verdienen. Das ist einfach nicht lizenziert, das ist nicht einlagengesichert. Das ist riskant, hat ein bisschen was von einem Glücksspiel, aber das ist cool. Und dann gehen da die Leute rein und leben, also im Endeffekt geht es hier um ein Paralleluniversum. Ja? Viele reden von einem riesen Betrug und oh nein, und andere sagen, hey, das ist mein Leben, das machen die schon jahrelang. Also nur mal so, dass du weißt, was man alles machen kann. Ja? Und das ist quasi so eine Art Trustpilot. Und wenn du mal dieses Hype anguckst, also ich weiß nicht, wie viele Milliarden da drin schlummern, und das boomt, ja. Guck dir das mal an hier, da kriegst du alle Informationen. Und jetzt gucken wir uns nochmal dieses DCPT an, DCPTG. Und das sehen wir jetzt hier oben schon, okay, dieses DCPTG.xyz, das haben wir uns jetzt eben angeguckt. Oben links ist das Logo, sieht ein bisschen so aus, finde ich, wie so ein Fingerabdruck. Und unten diese Seite dcptg.com ist abgekupfert. Jetzt hast du auch eine Seite dcptg global, DCPTG global. Die Seiten, die haben sich quasi alle abgekupfert. Unten hast du noch eine Info, die Trustpilot, das ist scheiße. Das kannst du einkaufen, beziehungsweise manchmal kriegst du sogar ein bisschen Geld geschenkt von Plattformen, wenn du da gute Bewertungen gibst. Also lies niemals Trustpilot und verlass dich auf die guten Nachrichten. Wenn du sowas machst, dann liest dir die drei Punkte an, drei Sterne. Da schreiben die Leute, was ist gut, was ist schlecht. Die ein Sterne kann sein, dass Leute vielleicht irgendwie Fehler gemacht haben und die Seite dafür verantwortlich machen, beziehungsweise 5 Sterne können gekauft sein. Also verlass dich auf den Schrott, nicht von den Bewertungen. Jetzt wissen wir, okay, du hast hier quasi bei DCPTG XYZ XYZ eine Rudel Wölfe, ja, die dich quasi fressen wollen. Aber jetzt merkst du, oh scheiße, jetzt hast du noch eine Horde wild gewordener Affen mit DTC Global, G Global. Und dann hast du hier unten noch eine Seite, ja, das ist dann so keine Ahnung, eine Herde Elefante. Also im Endeffekt
ist es nicht ein Scam, der alleine kommt, sondern ein Scam, der kommt Hand in Hand mit ganz vielen verschiedenen anderen Gruppen. Ja? Das heißt, jeder will vom Stück Kuchen was abhaben. Stell dir vor, wie ein Krokodil, da fällt ein Stück Fleisch rein. Krokodil schnappt sich, sofort kommen die anderen und wollen auch ein Stückchen von dem Fleisch abhaben. Genau das passiert hier. Jetzt gehen wir aber mal in Telegram rein. Auf der offiziellen Seite von DCPTG finden wir gar nichts. Und da kann ich dir auch noch interessante Sachen sagen. Dazu geben wir oben einfach mal bei Telegram oben rechts in der Lupe DCPTG ein und wir finden schon ein ganzes Sammelsurium in verschiedenen Sprachen. Hier was von USA, dann hast du Deutschland, Germany, warum auch immer GER und nicht die EU, dann hast du Startup, Russisch unten. Projekt-Token, Robert, auf Russisch, ja, da hast du ganz viel. Gehen wir jetzt mal in die deutsche Gruppe rein, das hat man im Video auch gesehen von Torben Blatzer. Er hat gemeint 275,3000, naja gut, das kann ich dir ganz einfach zeigen, wie man das macht. Du würdest jetzt da oben reingehen, du hast deine persönliche Gruppennamen, zum Beispiel die hier, ja. Haben wir eben den Link gepostet, jetzt würden wir zum Beispiel in den ClickBee-Bot reingehen und was wir jetzt machen können, ist einfach sagen, okay, wir wollen jetzt Werbung schalten, dann würde man hier einfach sagen, ich möchte Gruppenmitglieder haben, dann würdest du jetzt eben diesen Link, den wir gerade kopiert haben, einfügen, dann klickst du auf okay, dann sagst du okay, ich vertraue jetzt der App, dass da Leute hinzukommen, aber ich mache den Bot hier nicht, also diesen ClickBee-Bot nicht als Admin dieser Gruppe, könnte ich auch gar nicht. Continue without tracking, dann schreibst du irgendwas hin, scheißegal, bla bla bla. Das ist hier für eine Description, dass Leute reinkommen. Okay, ich muss ein bisschen mehr schreiben. Dann machen wir mal, hallo, das ist ein Test. Und dann würdest du jetzt sagen, okay, für jedes Mitglied, das jetzt in diese Gruppe reinkommt, müsste man 0,079 Tronics bezahlen. Jetzt würde ich zum Beispiel den Betrag angeben, sagen wir einfach jetzt mal 0,08. Und dann hätte man, okay, wie viel möchte ich jetzt hier ausgeben? Und dann könnte ich jetzt sagen, okay, ich möchte als Beispiel 80 Tronics ausgeben und dann würde ich eben 1000 Gruppenmitglieder bekommen. So einfach funktioniert das. Das heißt, in der Größenordnung mit dem Bot würdest du für ungefähr 250 bis 300 Dollar die gewünschte Anzahl der Leute bekommen. Und das Coole ist, das sind echte Leute, das heißt irgendwo Leute aus der dritten Welt, die können dann, wir gehen nochmal zurück und können uns das jetzt hier angucken. Da klicken wir jetzt auf Start. Denn das sind echte Leute, die in die Gruppe reinkommen. Und zwar kann man hier Geld verdienen. Und zwar, what would you like to promote? No, falsch. Ich will nichts promoten. Ich klicke jetzt hier zum Beispiel auf Join Channels. Und jetzt kriege ich hier zum Beispiel was angezeigt. Okay, hier gibt es einen Channel. Da klicke ich jetzt auf Join Channel. Das heißt, andere kaufen jetzt sich ein, dass man in diesen Channel reingeht. Jetzt klicke ich hier auf Joinen und jetzt sage ich, ich habe gejoint und habe jetzt als Belohnung 0,04 Tronics bekommen. Du hast gesehen, vorhin hätte ich ungefähr 0,08 bezahlt. Das heißt, 0,04 gehen an die Betreiber von ClickBeeBot und 0,04 gehen an die Leute, die reinkommen. In der Regel Leute aus der dritten Welt. So funktioniert es. Deswegen gibt es immer und überall bei Twitter und bei anderen Programmen die Möglichkeit, richtig viele Leute zu finden in Gruppen, aber das ist alles erstunken und erlogen, aber es sind echte Leute. Was ich noch sagen will, ist hier, du hast die Möglichkeit, dir, wenn dich sowas interessiert, übrigens auch unten in der Videobeschreibung den ClickBeeBot zu holen. Du kannst hier ganz einfach nebenbei spielend Geld verdienen, musst nichts investieren, einfach indem du in so Channels joinst und dann gehst du einfach wieder hinterher raus. Du kannst hier Webseiten angucken, wirst bezahlt oder Bots joinen und wirst bezahlt. Also man kann hier nebenbei übrigens was aufbauen. Man kann übrigens auch hier unten diese Icons kaufen. Jetzt fragst du dich, boah, das ist ja alles positiv, das ist ja überragend. Das heißt, da gibt es ja fast nur gute Benachrichtigungen. Das funktioniert so.
Du kannst hier, wenn du so einen Channel hast, auch zum Beispiel Daumen nach unten, Kacksmiley etc. ausschalten. In dem Fall gab es allerdings die Möglichkeit, dass man sein neutrales Gesichtsausdruck hier in dem Fall unten mittig dargestellt äußern kann. 38 haben, so lala, aber meinen in Wirklichkeit wahrscheinlich, das ist scheiße. Also du könntest hier höchstwahrscheinlich nichts anderes angeben. Und du siehst, was ich meine, kann ich dir auch hier beweisen. Also du kannst nur das hier angeben, was anderes gibt es nicht. Also zum Beispiel hier ein Wahl könnte ich jetzt machen, beziehungsweise ich könnte mehrere Likes geben. Ich meine, wenn du bei Telegram beruflich bist, ja, also wenn du ein Premium bist, dann hast du natürlich viel mehr Privilegien als andere. Ja, gut, dann das dazu, wenn du oben drauf klickst, behaupte ich jetzt mal zu 99,9999% siehst du keine Gruppenmitglieder. Das wäre auch ziemlich dilettantisch. So ist es, du siehst hier nichts. Du siehst hier die Leute, also das ist gewollt, dass man die Namen nicht sieht. Warum? Ganz einfach, weil die Leute sich ja sonst gegenseitig austauschen könnte, beziehungsweise was man sonst sehen würde, dass es keine deutschen Namen sind, dass zu wahrscheinlich knapp 100% der Leute in dieser Gruppe alles irgendwelche, ja, Leute aus der dritten Welt sind. Hauptsächlich würde ich sagen aus Nordafrika, vielleicht auch aus Asien, aber hauptsächlich ist so Nordafrika weit verbreitet. Und ja, das dazu. Was ich auch witzig finde, ist dann, viele kaufen sich ja auch die Views. Die Views, die kannst du kaufen, beziehungsweise du kannst das hier einfach weiterleiten in irgendwelche öffentliche Gruppen, dann wird es automatisch angezeigt und unten steigt dann die Sicht. Was aber geil ist hier, 35.000 Leute haben es geguckt und so viele Leute haben hier reagiert. Wenn wir hier oben mal angucken, nur 29.000, aber wir sehen genau 1.000 Herze, genau 1.000 Likes, genau 936. Also das siehst du, dass das hier gekauft worden ist, ganz eindeutig. Hier oben sogar genau 4.000, genau 3.000. Also das ist hundertprozentig gekauft und gemacht. Und im Endeffekt ist es in der Regel auch so, dass es bestimmte Leute gibt. Also ich würde hier sagen, dieses DCPTG Germany und USA ist von Leuten, die nicht aus Deutschland kommen. Wie gesagt, sonst wird hier nicht GEE stehen für Deutschland, sondern DEU für Deutschland. Macht meiner Meinung nach keinen Sinn, dass einer, der in Deutschland ist, Germany sagen würde. Und anhand dieser unfassbar hohen Zahlen geht man auch davon aus, dass es eben hier ein und dieselbe Leute sind. In der Regel funktioniert es so, dass Telegram fast zu allen Projekten, auch im Presale, immer Gruppen hat. Und das sind fast immer Scam-Gruppen, das heißt Gruppen von irgendwelchen Leuten, die versuchen, extrem viele Leute zu kaufen. Hier gibt es eben Abos, die gekauft werden. Und in der Regel, gerade blutige Anfänger denken immer, da wo die meisten Abos sind, das ist am seriösesten, das ist das beste Bullshit. Das sind die Seiten, wo die Scammer am meisten bereit sind, Geld zu investieren, dass viele Leute kommen. Die kleinen Gruppen sind dann oftmals so Gruppen wie hier DCPTG My Team. Leute, wo dann drin sind, wo versuchen in der Downline sich was aufzubauen. Ja, ich denke, vielen ist tatsächlich nicht bewusst, auf was für einem juristisch dünnen Eis sie sich befinden, aber andere, die machen das, denke ich, auch vorsätzlich, um andere abzuzocken. Also gerade, ich finde, YouTuber haben eine extrem hohe Pflicht, immer beide Seiten zu zeigen, ja. Und das ist zum Beispiel was, das ich immer mache. Ich habe auch Projekte vorgestellt, wo hoch, hoch, hoch riskant waren, aber ich habe niemals, auch nicht einmal in meinem Leben, ein Video hochgeladen, ohne auf Gefahren hinzuweisen. Ich finde, das ist einfach eine Pflicht, dass jeder immer weiß, auf was er sich einlässt und selber abwägen kann, will er das oder will er das nicht. Und am besten dann eben in den richtigen Momenten sagt, nee, das will ich nicht. Ja, das soll es gewesen sein. Wenn dich solche Themen interessieren, beziehungsweise wenn du dir generell mehr Videos wünschst zum Thema Scams erkennen, beziehungsweise Scams vermeiden noch besser, gerne Bescheid sagen. Gerade in meinen ersten 1, 2 Jahren habe ich schmerzhafterweise so viel verloren aufgrund meiner Blauäugigkeit als Naivität, aber auch aufgrund meiner Gier, immer schnell reich werden zu wollen. Und genau das ist eben, was hier das Problem ist. Die Leute wollen alle viel Kohle haben und
Ironischerweise, ja, gibt es viele Leute, die sagen, boah, was, nur 1% am Tag, will ich nicht 2% schnell reich werden? Bullshit. Also eine der wichtigsten Tugenden ist Geduld, was ich gelernt habe. Und ich bin wirklich dankbar für jede 10.000, die ich verloren habe durch so scheiß Scams in meinem Leben. Und bin auch dankbar, dass ich mein Wissen jetzt teilen kann. Ja? In dem Sinne, lass gerne einen Daumen nach oben da. Bei sonstigen Fragen gerne in die Telegram-Gruppe von mir reinkommen. Unten siehst du jetzt gerade die Aktien-Trading-Gruppe. Es gibt noch eine Krypto-Trading-Gruppe. Lass dich jetzt wegen dem Trading nicht verjagen. Das geht schlicht und einfach nur um Aktien bzw. um Krypto, aber jetzt nicht explizit um Trading. Ja, das soll es gewesen sein. Du konntest dein Geld wieder rausziehen und ja, sehen wir uns zum nächsten Mal. Ciao.